Das Video ist jetzt hier für Benny Technik Time. Du hast dieses Ding. Du wunderst dich, warum die eine Seite abspielt, die andere Seite nicht. Wenn du Kassette drinne hast, so wie ich das gesehen habe, wenn du in die Richtung rüber spielst, wenn er sich so rumdreht, hast du einen Ton. Wenn du umänderst, dass er auf die andere Seite spielt, hast du keinen. Da musst du Kassette umdrehen. Ich habe dir auch erklärt, da ist irgendwo ein Umschalter drinnen. Das liegt am Tonkopf. Du hast hier ein 4-Spur-Tonkopf drinnen. Dieser 4-Spur-Tonkopf, so wie ich das gesehen habe, da kommt nur ein linker und ein rechter Kanal auf die Platine. Also wird der irgendwo umgeschalten und ich vermute hier hinten, hinter diesem Metallteil, weil da gehen die Kabel hin. Und bei dir auf der anderen Seite, ich habe meinen ja jetzt zu, wenn ich den umdrehe, geht ja das Kabel von der Platine hier rum da in die Ecke rein. Dieses graue Kabel, das ist ein geschirmtes graues Kabel. So. Ich habe dir versucht, das zu erklären, deswegen mache ich es nochmal mit Video. Wenn dieser Tonkopf, wenn der Schalter insgesamt nicht gehen würde, der gar nicht erst umschalten würde und du würdest auf eine Seite spielen und würdest normal Ton haben und würdest umschalten und das würde auf einmal rückwärts abgespielt, dann würde dieser Tonkopf gar nicht erst umgeschalten werden. Er schaltet aber um, er schaltet nur nicht zwischen den Spuren um. Ich versuche das mal so zu machen, dass man das sehen kann. Nagel mich jetzt nicht drauf fest, welche Richtung hier was ist. Ich mache das jetzt hier auch gerade mit dem Handy, das ist ein bisschen kompliziert. Du hast hier den Stereo-Tonkopf. Du hast eine Spur, noch eine Spur, noch eine Spur, noch eine Spur. Das sind 4 Spuren. Hier, eine Spur, noch eine Spur. Das sind linker und rechter Kanal. Dann kommt der sogenannte Rasen und dann kommt wieder eine linke, rechte Spur. Das Band geht entweder in die Richtung vorbei oder in die andere Richtung. In die eine Richtung sind nur die oberen, hier zum Beispiel, ich weiß nicht, welche jetzt hier genau. Ne, also wenn du in die Richtung rüber spielst, sind vielleicht nur die oberen aktiv. Und in die andere Richtung, dann sind nur die unteren aktiv. Wird er nicht umschalten, den Tonkopf. Gar nicht umschalten. Und du würdest so rum rüberspielen und die oberen wären aktiv. Würdest du die Musik nochmal hören? Wenn das Band andersrum läuft und der würde hier nicht umschalten, dann wären die beiden oberen immer noch aktiv, aber du würdest das rückwärts hören. Das habe ich versucht dir zu erklären. Da ist irgendwo von hier vom Tonkopf zu diesem geschirmten Kabel, da muss irgendwo ein Umschalter sein. Ich vermute hier hinter, dass da ein Umschalter hinter ist, der das graue Kabel mit dem links-rechts entweder auf den oberen oder auf den unteren legt. Dass er, wenn er umschaltet, jetzt nur beispielhaft, ich weiß nicht, welcher das jetzt hier wirklich ist, welche 2 Spuren. Nur beispielhaft, wenn er umschaltet, dann schaltet er den oberen weg und eigentlich den unteren ran. Und da ist irgendwo der Fehler, deswegen hast du keinen Ton. Da müssen nicht unbedingt die Kabel ab sein, dann kann der Schalter kaputt sein, dass der keinen Kontakt mehr richtig macht. Dass er zwar den oberen wegschaltet, aber den unteren nicht zuschaltet, damit du das richtig rumhören kannst. So kommt da gar nichts. Ich hoffe, dir ist es jetzt klar geworden. Du musst wirklich hinten aufmachen, hast du ja. Und dann habe ich hier gesehen, bei meinem, da du das gleiche Teil hast, müsstest du haben da oben eine Schraube, dann war da eine Schraube, da ist eine Schraube mit Plastik. Das sind 3 Schrauben. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwo eine Schraube ist, damit du das Laufwerk insgesamt rauskriegst. Vielleicht noch auf der Rückseite, dass da noch was geschraubt ist. Soweit hatte ich meinen nicht auseinander. Ich habe nur hinten reingeguckt. Musst du gucken, dass du da irgendwie an die Ecke kommst. Ich vermute, dass da hinten drinne, da ist irgendwo der Umschalter. Das Handy ist nicht gerade sehr hell hier auf dem Display.
Aber so wie ich das sehe, da gehen ganz normale Kabel, zwei rote und zwei gelbe Kabel bei mir. Hier hinter die Rolle längs, da ist ein Metallkasten irgendwie. Und das war's. Mehr ist da nicht. Und hier kommt das geschirmte Kabel an der Ecke raus. Da. Da kommt bei mir das geschirmte Kabel. Und das muss da reingehen. Da irgendwo in der Ecke ist der Umschalter, der bei dir wahrscheinlich kaputt ist. Das musst du gucken. Nur weil sich das dreht, nur weil das Band links oder rechts rum da vorbeigeht, ist egal. Der Tonkopf muss umgeschalten werden, elektrisch. Das Signal hier draus muss auf der Platine auf den Verstärker drauf. Du kannst nicht beide gleichzeitig nehmen, dann hörst du neben der normalen Musik noch die andere Seite in rückwärts. Und wenn er gar nicht umschalten würde, den Tonkopf, zwar das Band, aber nicht den Tonkopf, würdest du rückwärts hören. Aber er schaltet um, aber er schaltet nicht so um, dass der aktiv wird. So. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Du kannst dich ja noch mal melden.